Der 6. Mai 2009, Nachholspiel in der Fußball-Bayernliga zwischen der Spielvereinigung Ansbach und dem VfL Fronlach. 3 Punkte sollen her für die Spielvereinigung Ansbach in der Woche der Wahrheit, Teil 2. Der erste Torschuss der Partie geht an den VfL Fronlach. Thomas Karg, der Torschützenkönig der Bayernliga, mit bislang 24 Treffern, vergibt allerdings hier relativ kläglich. Dani Ansbacher über Weiß. Gidovic lässt durch und Kovacic kommt frei zum Schuss und es steht 1:0 für Ansbach. Das Ganze in der 23. Spielminute. Die 23. Spielminute, Tor für die Spielvereinigung Ansbach. Torschütze, unsere Nummer 10, Robert Kovacic. Dann Freistoß Kovacic auf Sebastian Mechnik und Nagula einen Schritt zu spät. Die 30. Minute. Tobias Kuttler trifft hier Sinan Bulat vom VfL Fronlach. Dieser bleibt verletzt liegen, muss ausgewechselt werden. Für ihn ins Spiel kam Hannes Sommerer und Kuttler musste von Männern aufpassen. Dann Freistoß von Sebastian Mechnik. Der landet eigentlich gar nicht da, wo er hin soll, sondern es führt zu einer dicken Konterchance für die Fronlacher. Kovacic kann hier gerade noch Karg abdrängen. Trotzdem kommt es zum Torschuss oder vielmehr zu einem Torschüsschen. Letzte Szene der ersten Halbzeit, Eckball Fronlach. Und Körner kann diesen Kopfball aus kürzester Distanz parieren und damit geht es in der Halbzeitpause mit dem Spielstand 1:0. Gleich nach wieder ein Pfiff, Einwurf Lechner auf Kovacic, wieder Lechner auf Mechnik. Und Bastian Weiß mit dem Kopf an die Latte und Alexander Weber im Fronlacher Tor, der hätte da nur noch zuschauen können. Dann wieder mal Kovacic nach vorne auf Dominik Stolz, der eine klasse Partie spielte, kann sich durchsetzen, aber leider ist keiner mitgelaufen. Man merkte den Ansbachern jetzt an, sie wollen das 2:0. Wieder Ballgewinn durch Kovacic, legt ab auf Mechnik. Der legt wiederum ab auf Stolz, der trifft aber genau Alexander Weber im Fronlacher Tor. Trainer Hans-Jürgen Brunner konnte hochzufrieden sein mit dem Spiel seiner Mannschaft. Nächste Szene, Freistoß Fronlach, langer Ball nach vorne, Christian Kaiser kommt mit dem Kopf ran und Florian Körner gewohnt sicher. Nächste gefährliche Szene, wieder Freistoß Fronlach durch Bastian Renk. Vorerst geklärt. Aber den Ball wieder nach vorne geschlagen und vorne mal wieder Thomas Karg. Aber Florian Körner steht da, wo ein Torwart stehen muss. Die 81. Minute. Das Spiel wurde immer verbissener, wie man sieht. Hier an dieser Szene. Magula klärt und Hannes Sommerer holt Magula von den Beinen. Der Ball längst weg. Es kommt zur Rangelei und der sehr gute Schiedsrichter aus München, Florian Krupka, gibt sowohl Martin Magula als auch Hannes Sommerer die gelbe Karte. Da hätte vielleicht auch eine rote Karte bei rauskommen können. Die 85. Minute, langer Ball nach vorne von Körner. Und irgendwie kommt er heute von Beginn an spielen. Ludovic an den Ball bedient mustergültig den inzwischen für weiß gekommenen Manuel Reichert. Und der behält die Nerven und schiebt den Ball zum 2:0 ins Tor. 85. Spielminute. Tor für die Spielvereinigung. Der Spieler mit entschieden. Die letzte Chance gehört André Zapp vom VfL Fronlach, aber Körner mit einer glänzenden Fußabwehr. Und dann war Schluss im Pikrol Sportpark. Die Spielvereinigung Ansbach gewinnt 2:0 gegen den VfL Fronlach und holt 3 wichtige Punkte im Abstiegskampf. Jetzt schauen Sie mal, wie sich eine Ansbacher Mannschaft freuen kann. Wir stehen zu dir.
Also ich denke, wir haben heute eine leidenschaftlich kämpfende und toll spielende Ansbacher Mannschaft gesehen. Die von Anfang an den Willen hat erkennen lassen, dass wir heute das Spiel unbedingt gewinnen wollen. Und mit der Einstellung und mit dieser Aggressivität sind wir auch ins Spiel gegangen und haben auch nicht nur kämpferisch, sondern auch spielerisch überzeugt. Und wenn man sich anschaut, wie das die Truppe Woche für Woche mit welcher Aufstellung auch immer aufgrund der Verletzungen, die sich da die letzten Tage ergeben haben, immer wieder wahnsinnig stark spielt, dann muss ich sagen, bin ich ein richtiger Fan von dieser Mannschaft geworden. Es fällt wirklich schwer, da irgendjemanden herauszuheben, weil das eine derart kompakte Mannschaftsleistung war. Ich im Mittelfeld, alle vier in der Abwehr, im Sturm. Also deswegen war es eine Mannschaftsleistung. Und so wie wir es am Anfang und am Ende uns um die Ohren geschrien haben, wir sind ein Team. Genauso haben wir uns heute auch präsentiert. Vielen Dank. Bravo.